Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Olli von Kettentreter, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ein verboten gutes Gadget bekommen aus China, völlig ungefragt kam da Post von weit, weit her. Und ja, genau das Teil möchte ich euch zeigen und wenn euch das interessiert, was das ist, bleibt dran bis nach dem Intro. Bis gleich. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück. Ja, dass ich was aus China bekomme, ist gar nicht so selten. Ich bestelle mir relativ häufig irgendwo was. Und irgendwie eine Firma in China fand das wohl ganz geil, dass ich ein Temu-Haul gemacht habe. Und die meinten, sie schicken mir auch was, völlig ungefragt. Und ja, liegt jetzt schon eine Weile rum. Und heute will ich euch das zeigen, denn ich glaube, das ist verboten gut. Ja, um was handelt es sich? Ich habe es hier mal mit. Von der Firma TWOOC. Ich weiß nicht, wie die Frau hieß, die mir das geschickt hat. Ich glaube, Frau Umleitung. Hatte wahrscheinlich was mit Fahrrädern zu tun. Auf jeden Fall, diese Firma sagt, We Love Cycle. Und sie haben mir was geschickt, eine Bicycle Electric Horn. Tja, nun weiß jeder eigentlich in Deutschland, dass elektrisch betriebene Klingeln gar nicht zulässig sind. Sollte man sich lieber nicht anbauen. Wir machen es trotzdem. Aber nicht weiter sagen. Wir bauen es an, wir probieren das Ding aus. 130 Dezibel soll dieses gute Teil haben. Da bin ich ja mal gespannt, ob mir da die Ohren wegfliegen oder ob das eigentlich noch im Rahmen ist. Packen wir es aus, machen wir ein kleines Unboxing, montieren das Ding und dann schauen wir mal, wie laut das Ding wirklich ist. Nochmal kurz umgestellt, damit auch ihr das ein bisschen besser seht. Die rechtliche Einordnung dabei ist natürlich elektrische Klingeln in Deutschland überhaupt nicht zulässig. Komplett verboten. Gibt ein bisschen Ärger, wenn man so ein Anbauteil dran hat. Vorausgesetzt, man wird erwischt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich stelle natürlich ein Produkt vor und deswegen irgendwo da oben steht Werbung, allerdings unbezahlt. Wie gesagt, das Produkt wurde mir zur Verfügung gestellt. Wir werden es jetzt montieren. Dann werden wir es ausprobieren und dann kommt es natürlich auch wieder ab. Weil wie gesagt, mit so mal solchen Sachen möchte ich nicht rumfahren. Ich will aber wissen, ist das geil und nicht. Und wir quatschen auch noch mal drüber, ob das eventuell doch einen Sinn macht, sowas vielleicht mal zuzulassen. Gut, packen wir es aus. Kleines Unboxing. Was haben wir hier? Erstmal viel Plastik. Und ein Manual Content. Okay, und da sehen wir schon. Packen wir was mal hier beiseite. Wir haben einen Controller und wir haben ein Basisgerät. Machen wir es mal auf. Ich räume das tatsächlich alles nachher wieder weg. So. Wir haben hier einen O-Ring dabei. Das scheint das Horn zu sein. Und das ist der Controller, so wie die das nennen. Das Ganze mit O-Ringe. Das heißt, wir können es uns hier einfach mal so an den Lenker klipsen. So, der O-Ring. So eingehängt. Zack. Und dann im Grunde so und schon ist das fest. Ist jetzt bei dem dicken Lenker an der Stelle ganz schön gestrafft, aber das kriegt man woanders hin. So, dann haben wir noch einen Controller. Hier ist er. Schauen wir mal. Der hat schon einen festen O-Ring. So, und da könnte man, wir machen den jetzt einfach hier mal fest. So, das Plastik nochmal beiseite. Und auch hier mal fest. So, was haben wir hier? USB-C. Nee, USB überhaupt nur. Ah, okay, das Mini-USB, damit kann es aufgeladen werden. Das ist schick. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die das da schon bei der Produktion her, ob die das schon eingebaut haben. So, wir haben hier den Controller auf dem Lenker. Hier ist er drauf. So, einer. Ein Button hat eine Melodie, ein Button hat eine Klingel. Mal gucken, wie laut das klingelt und ob das überhaupt klingelt. Okay, das hupt eher. Gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass das 130 Dezibel sind, aber ist doch schon ganz schön. Mal gucken, was hier kommt. Ah, okay, hier kann man die Lautstärke offensichtlich einstellen. Okay,
Also hier wird geklingelt, da wird die Lautstärke eingestellt. Ja, gut, okay. Von vorne sieht die ganze Show so aus. Da kann man jetzt im Gegenlicht nicht sehen. So, da. Gut. Da hängt's dran. Ja. Ein lustiges Gerät hier. Kann man machen. Sollte man vielleicht aber nicht oft, allzu oft benutzen. Wobei, ich bin ja jetzt extra rausgefahren. Aus der Kleinstadt rausgefahren in den Wald, um das zu testen, um das auch gefahrlos auszuprobieren. Ich hätte mir 130 Dezibel jetzt ein bisschen lauter vorgestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Technik hier in Großstädten, Hamburg, Berlin, Dresden, Köln, München, deutlich mehr Sinn macht als so eine kleine Fahrradbimmel hier. Weil, ja, wenn ich sie mal eingestellt habe, also die hört sowieso niemand. So, und dann hat die Hälfte der Bevölkerung inzwischen Stöpsel in den Ohren, hört erst recht nichts. Und Autofahrer, die hören so eine Klingel auch nicht. Also da würde so ein Ding hier auf jeden Fall erstmal Sinn machen. Ist wie, von der Lautstärke her würde ich sagen, wie eine Moped-Klingel. Da wäre es vielleicht doch ganz angebracht. Und ich weiß auch von einigen privaten Leuten, die haben so eine E-Scooter, eigene, leihen sich keine, die haben eigene Dinger. Und die haben so eine elektrische Klingel sich angebaut, weil sie einfach sagen, mit der serienmäßigen komme ich auch nicht hin. Das ist nicht laut genug. Gerade Autofahrer hören in ihrer Kanzel nichts. Und wenn dann auch noch das Autoradio drin ist, an ist, dann ist vorbei. So, also da habe ich tatsächlich einen Verwendungszweck für sowas. Rechtlich gesehen, wie gesagt, verboten. Elektrische Klingeln kann man vergessen. Ich baue die jetzt auch wieder ab, packe die in eine Packung, kommt wieder in die Kiste zu den Gadgets, die keiner braucht. Fazit von der Geschichte hier, verboten, gutes Gadget, aber tendenziell wohl eher nur verboten. Ja, Grüße gehen trotzdem raus nach China, ins Land der Mitte an Frau Umleitung. Oder wie auch immer sie heißt, ich konnte mir den Namen bis hier nicht merken, konnte mir auch den Namen von der Firma nicht merken, aber ich wollte euch dieses Gadget zeigen. Gibt es wahrscheinlich AliExpress, Temu etc., was es alles für Plattformen gibt, lasst es. Wenn euch sowas angezeigt wird, kauft es gar nicht erst, das macht keinen Sinn. Gibt hinterher unter Umständen Ärger ohne Ende, wenn da der Falsche kommt und der Falsche das sieht oder hört. Lasst es einfach. So, das soll es gewesen sein mit diesem kurzen, knackigen Video. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Habt Spaß, geht raus, fahrt Fahrrad. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.